So. Oh Gott, schon wieder ein Fight. Einer nach dem nächsten. Was für eine Mission. Unglaublich. Mann, Mann, Mann. Also, ein neuer ist hier unten aufgetaucht. Sauerstoff ist gering, aber es sind noch 5 da. Wir hatten schon Einsätze, da war der Sauerstoff bei 0. Oh Gott, hier ist der Sauerstoff bei 0. Und da ist er bei 0, da ist er bei 5 und da bei 0. Oh Gottes Willen. Die haben beide 0. Oh Gott, ich dachte, die hätten mehr, weil ich hatte immer auf ihn geguckt. Einmal raufziehen. Sauerstoff holen und dann nochmal feuern. Das sollte gehen. Und bei ihm auch. Das sollte gehen. Einmal hier hin, einmal Sauerstoff. Und er hat... Es ist noch 20 drin. Wir geben ihm eine weitere Ladung. Und wenn jetzt hier runterballern, würde er alle erwischen. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Trefferwahrscheinlichkeit 84% ist sehr hoch. Dann nehmen wir den Burschen hier oben. Ziehen mit ihm. Hier hin. Zieh mit ihm noch ein Stückchen weiter hier runter. Jetzt können wir wieder ballern. Vielleicht ohne Friendly Fire. Fast ohne Friendly Fire. Aber er muss weg. Das Problem ist, wenn wir ihn wegziehen, er hat ja kaum noch Trefferpunkte. Nur noch 14. Dann macht der hier einen Gelegenheitsangriff. Das kann man uns eigentlich nicht erlauben. Was wir machen könnten... Erstmal eher, dass er sich selber heilt. Das kostet allerdings auch einen Aktionspunkt. Und dann hätte er sie, und dann könnte er wegziehen. Da könnten die anderen auf ihn feuern. Wir können ihn natürlich auch zweimal hier den Angriff durchführen lassen. Aber 61% ist echt mau. Das Heilen würde ich eigentlich vorziehen. Die Pfeile kann er leider nicht machen. Er steht direkt daneben und Linguist hilft uns im Augenblick nicht weiter, weil wir defensiv und nicht aggressiv denken müssen. Und er braucht eigentlich auch Sauerstoff. Einmal heilen. Und jetzt das Risiko mit ihm hochzuziehen hier oben hin und... Geht nicht anders. Oh Gott, minus 9 nur Gelegenheitsangriff, das geht. Und jetzt können wir mit ihm... Hier noch einmal einen Sauerstoff holen und zweimal. Okay. Jetzt sind noch zweimal 5 drin. Er hier. Ist zu weit weg. Okay. Mit ihm hier können wir jetzt ballern. Ja, reicht nicht ganz, aber es war okay. Ich meine, ist er nicht labil und explodiert. Und mit ihm hier, mit dem Tank. Ich traue mich nicht, den anzugreifen. Wenn er angegriffen wird und danach labil ist, explodiert er in nächster Runde und reißt uns in den Tod. Was ich mir aber vorstellen kann, Sauerstoff reicht bei ihm ja aus wenigstens. Wir stellen uns neben ihn, dass er dann beim nächsten Mal wenigstens einen Gelegenheitsangriff bekommt. Es kann allerdings auch bedeuten, dass er dann ihn so umgreift. Aber wir müssen ja irgendwas machen. Er hat ja halbwegs Trefferpunkte und Psyche. Ihm geht's noch am besten. Genau da bleibt er stehen. Er hat nur einen Aktionspunkt, um sich Marines zu geben, gegen Psyche verstärkte Panzerung. Das kann man auf jeden Fall machen. Das macht er. So. Jetzt haben wir den Kollegen hier noch. Eins hier vor. Sauerstoff alle. Er hätte auch noch feuern können. Das habe ich übersehen. Na, weiß ich gar nicht. Der hätte dann von hier aus. Na? Einmal hier hin. Warum geht das nicht?
Jetzt muss ich das Feld richtig anvisieren. Oh Mann, ich will, dass du hier hingehst. Dahin. Warum geht das nicht? Hier drauf, bitte. Hier geht es, das ist gelb und das geht nicht. Ach, da steht jemand drauf. Ach, da steht der andere drauf. Okay. Dann ziehen wir mit ihm. Dann gucken wir vielleicht, dass wir auf ihn schon mal feuern können, oder? Ja. Daneben. Und eine Runde weiter. Der ist explodiert gerade. Der hat sich selber... Das war der neutral unterwegs. Der Angriff hat... Gelegenheitsangriff, das hat geklappt. Plan ist aufgegangen. Er hat widerstanden und hat den anderen geschwächt. Das ist gut. So. Sauerstofftank ist alle. Nächster Schritt. Stimmt, das war nicht der Explodierer, das war der Umschlinger. Ihr habt recht, ich bin echt mit den Nerven fertig einfach. Ich spiele ja seit Stunden, echt, das ist so dieses, ihr guckt ja nur zu, aber ich will ja, also es ist, man fiebert dann halt irgendwie total mit, ne? Und es ist für jede kleinste Entscheidung, ich bin echt mit Nerven runter. Aber ich will jetzt auch nicht mittendrin, wir haben jetzt nach Mitternacht plötzlich sagen, komm, wir haben die Mission zu 90% gespielt, das war's jetzt, nächstes Mal geht's weiter. Also, dass es jetzt nicht fehlerlos läuft. Insofern wäre ich euch dankbar, wenn ihr etwas freundlicher formulieren könntet, Leute. Das ist etwas gerade, das nervt mich gerade ein bisschen. Einmal, der unten ist runtergezogen. Jetzt ist die Frage, wir müssen den nicht unbedingt töten, aber wir können, wenn wir den nicht getötet haben, nicht evakuieren. Und der wird uns folgen. Und hier irgendwo ist das Ziel, also den müssen wir umbringen, anders geht's nicht. Am besten mit einem Fernkampf. Denn Fernkampf führt dazu, dass wir nicht runterrennen und wieder raufrennen müssen. Das wäre das Simpelste. Fernkampf hier, Fernkampf da, vielleicht mit ihm. Würde er den erwischen, der müsste dichter ran, ne? Der ist viel zu weit weg. Wir ziehen mit ihm mal. Hierhin. Jetzt einmal von hier feuern. 84%. Das sollte doch eigentlich klappen. Das war sowas von wichtig. Das war sowas von mega wichtig. Jetzt ist irgendwo hier links das Ziel. Wo genau, wissen wir nicht. Sauerstoff nachholen geht nicht. Kein Medikit, da nix. Ihn müssen wir zerstören, er hat nur 21. Er kann auf ihn feuern. Er hat einer, genau, mit ihm. Er kann von da aus feuern, allerdings ist die Wahrscheinlichkeit 74%. Abzug durch das Gewächs hier. Wir ziehen ein Stück weiter, wir nehmen erstmal einen Suchscheinwerfer. Oder... Er kann, könnte noch einmal eine Leuchtfackel hier hinten reinwerfen. Ja, da, schaut mal, da ist das Ziel. Da müssen wir hin. Und dann evakuieren und vorher noch Metall mitnehmen. Und das könnte, ich sag nicht, es ist, aber es könnte der letzte Feind sein. Einmal vorgezogen. Hierhin. Achtung, wenn er zu dicht dran steht, wird er in Mitleidenschaft gezogen. Aber das ist so nicht der Fall. Wir können sogar eins dicht daran noch. Aber der kann hier oben gleich Sachen einsammeln. Einmal hier 20% ab. Ach so, weil der auf so einem Gegenstand... Der ist in Deckung. Es wird nie weniger sein als 81. Ist egal, komm. Wird ihn auch noch gleich beschießen. Er hat auch Fernkampffähigkeiten.
Er hat eine schwache Fernkampffähigkeit. Dafür muss er aber, er könnte schon mal rüberziehen und das Zeug einsammeln. Das hätte ich eigentlich auch gerne, aber es ist kein Muss. Wie viel Sauerstoff hat er? Er hat mit am meisten Sauerstoff. Ein Suchscheinwerfer hier rein. Wir lassen uns den Luxus, da oben hinzurennen mit ihm, um das auch noch abzugreifen hier. Die Methane. Mit dem Nahkämpfer können wir da nicht ran. Der werden wir einmal beschossen, das war klar. Der hat ja daneben geschossen. So, mit ihm hier einmal nachladen. Einmal hier drauf. Na, Gott sei Dank. Jetzt können wir mit... Entschuldigung, jetzt können wir mit ihm hier einmal hier einsammeln. Klasse. Mit ihm hier... Gehen wir noch eins hier rüber. Eins hier hin und... Ja, und wieder retour. Und gucken wir nachher, wie weit wir weiterziehen. Und... Er hier. Hier rüber bitte. Einmal einsammeln. Letztes Mal, als wir hier hingegangen sind und diese Notizen uns angehört haben, tauchten wie aus dem Nichts ein paar sowjetische Taucher auf und griffen uns an. Ich will nicht sagen, dass das jetzt wieder passiert, aber wenn ja, dann haben wir kein kleines Problem, dann haben wir ein großes Problem, aber was für eins, dann haben wir so ein dickes, fettes Problem. Bevor ich weiß, Sauerstoff ist knapp, bevor wir irgendwas machen, die vier sollen nebeneinander stehen. Vorher mache ich gar nichts. Der rennt bitte hier rüber, neben den Kollegen. Und er kann nicht mehr nachladen. Er zieht auch schon mal runter. Eine Runde weiter. So. Jetzt können wir nur das Beste hoffen, Leute. Officer Park, ne, unser Commander, was der hinten, Park macht's, komm. Unser Liebling Park. Aufzeichnungen von Unterleutnant Skrastins. Verliere ich etwa den Verstand? Die Dinge, die ich gesehen habe, die Kreaturen, die uns verfolgen, sie haben Wladimir auf dem Gewissen. Ich konnte sie lachen hören, aber mit meiner Stimme und dann, nein, nein, nein! Ich gebe nicht auf, ich hinterlasse die Koordinaten des Basislagers. Finden Sie es, wer immer auch Sie sind. Finden Sie es, finden Sie die Waffe, bevor etwas Schreckliches geschieht. Ich würde es selbst tun, aber mir kommt eine andere Aufgabe zu. Ich muss Voronin töten und den Kommandanten rächen. Das heißt, es gab Streit im Lager der Sowjets. Und Voronin, das war der Wissenschaftsoffizier Voronin, ne? Der hat anscheinend den Kommandanten umgebracht. Und im Basislager ist eine Waffe. Es scheint nicht die Atombombe zu sein, sondern eine andere Waffe. Genau weiß ich es nicht. Leute, können wir jetzt abbauen? Nein, bitte nicht. Oh nein, bitte nicht. Oh nein, bitte nicht. Oh nein, Leute, guckt euch das mal an. Nein. Drei. Wie soll man denn drei Gegner besiegen? Mit 95 Treffer. 100. 100. Wir haben Sprengstoff noch. Ja. Ich fühle mich plötzlich so tot.
Genauso wie sich unsere Leute gleich anfühlen werden. Mausetot. Danke ans Wobbel fürs Cheeren. Das gibt mir einen plus 0,5 Psycher, aber es war gut gemeint. Also ganz im Ernst. Ich habe das Gefühl, aber aus meinem Körper, alle Spannung geht aus diesem Körper raus. Ich sacke in meinem Screamer-Sessel zusammen. Da ist nichts mehr da. Ich bin fix und fettig. Das Spiel foltert einen, mein John, dem habe ich nichts hinzuzufügen. Ja, da stand Mission erfüllt, aber wir können nicht evakuieren, Nobby. Man kann nur evakuieren, wenn keine Feinde neben einem stehen. Wir können versuchen wegzurennen, aber denen werden wir nicht entkommen. So, wir versuchen unser Bestes. Was sollen wir auch sonst machen? Die beiden nebeneinander, hier und hier. Ja, einmal nachladen, dann Sprengstoff. Sprengstoff geht nicht, weil nicht nachgeladen. Entschuldigung, aber jetzt einmal nachladen. Einmal Sprengstoff. Zweiter Sprengstoffangriff ist mit ihm möglich. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, obwohl hier steht alle verfügbaren Aktionspunkte, ich glaube, das funktioniert so, wir könnten einen der Psycho- oder anderen Angriffe durchführen und könnten danach immer noch mit gleichem Schaden noch einmal den Sprengstoffexperten machen. Und gucken wir mal, was er sonst noch drauf hat. Er hat kaum Trefferpunkte, aber die Psyche geht so. Wir könnten die Plätze tauschen bei Verwundeten. Ihn abhauen lassen. Zielgenauigkeit, höherer Fokus brauchen wir nicht. Schaden absorbieren auch nicht. Kaplan, ja, eine Gegend um ihn herum schützen, aber Vorbote der Verwesung. Gibt es hier irgendwas, was wir zum Explodieren bringen lassen könnten? Ja, aber das explodiert nur im Bereich von einem Feld drumherum. Ist hier ein Feind immer? Kein aktueller Feind, den wir explodieren lassen können. Leider. Leider, leider, leider. Dann Sanitäter. Ja, aber keiner von uns hat innerhalb der letzten zwei Runden, dieser und der davor, ich glaube, die beiden waren das, Schaden erlitten. Also wir könnten es bei ihm gucken. Heilung 6. Heilung 6 macht keinen Sinn. Also es ist natürlich besser als Heilung 0. Sprengstoffexperte können wir machen. Kommandant, die Kommandantfähigkeit. Wir geben einem unserer Leute nochmal einen weiteren Aktionspunkt. Er ist der Tank. Falls die nicht überleben, kann er vorziehen und mit drei Aktionspunkten einmal vorziehen und zweimal stechen oder einmal messen. Ja, das machen wir. Kommt er so weit? Kommt er mit der Kommandantenfähigkeit bis da? Er kommt. Auf den, das Eck, auf das Feld hinweg. Park. Unser Held Park. Officer Park. Einmal, wir nennen ihn zum Höchstkommandanten. Jawohl, drei Aktionspunkte. Park macht's. Und er müsste eigentlich jetzt noch den Sprengstoffangriff machen können. Ich hoffe, das stimmt. Es geht. Jetzt kommt Park, unser Officer Park, in die Mitte, zwischen die beiden, hierhin. Kann er noch vorher schießen auf einen? Er hat zwei Punkte. Panzerung reduzieren, ja, er müsste dicht daran. Er hat noch 22, er 26. Wir spekulieren mal, dass es nicht nötig ist. Wir ziehen mit ihm. Er hat ja zweimal Aktionen. Einmal hierhin. Flo, ich danke dir ganz herzlich. Hallo Flo. Einmal hierhin.
Und jetzt. Einmal den Meisterkämpfer. Weniger Basisschaden, aber zwei Ziele gleichzeitig treffen. Einmal kann er noch zustechen. Wenn er zusticht, Wahrscheinlichkeit in beiden Fällen gleich hoch. Trefferwahrscheinlichkeit 18 bis 24. Dann sollte er den geringeren der beiden nehmen. Das darf doch nicht wahr sein. Das darf doch nicht wahr sein. In diesem Augenblick zwei Trefferpunkte, 80, ich kann nicht mehr. Ich habe das echt, dass ich ist wie eine Luftmatte oder wie so ein Ballon. In mir ist reingestochen worden und ich platze noch nicht mal. Die Luft pfeift so ganz langsam aus mir raus, eine Stunde lang. Die ganze Zeit pfeift die Luft raus und ich sacke zusammen, werde immer kleiner und kleiner und kleiner und kleiner. So fühle ich mich an. Ich habe keinen Bock mehr, Leute. Ich habe keinen Bock mehr. Hier noch zwei Aktionen. Das ist der Einzige, der irgendwas machen kann. Er hat noch volle Psyche. Lebenspunkte sind nicht mehr gut, aber volle Psyche. Im Chat wird eben geschrieben, WB macht Worte der Macht, das geht nicht mehr. Doch, es geht. Nee, es geht nicht. Wir brauchen zwei Beschwörungspunkte. Wir haben nur einen. Das geht nicht. Können wir nicht machen. Wir können den Linguisten nehmen, um ihn umzudrehen. Er ist der Kampfstärkste. Lass uns das versuchen. Und das sollte eigentlich beziehen. Hierhin. Und versuchen. Nee, Linguist ist nicht Psychiater. Das ist Psychiater. Psychiater geht nicht mehr. Linguist ist ja was anderes. Linguist ist ein Schutz, habe ich eben schon mal durcheinander gebracht. Das bringt ja nicht. Was könnten wir machen? Ein auf den hier feuern. Panzerung reduzieren auf den hier. Treffen wir den eigenen Mann? Ja. Das macht keinen Sinn. Können wir noch ein Feld weiter runterziehen? Nein, dann können wir nicht mehr feuern. Wir könnten uns neben... Na, der macht auch keine Gelegenheitsangriffe. Leute, ich... Wir könnten zwei Ziele die Plätze tauschen lassen, aber wozu? Macht auch keinen Sinn. Betäubung auf den rechten Typen. Betäubung haben wir keinen. Achso, eine Betäubungsfall. Kann keine Gelegenheitsangriffe ausführen. Du meinst den hier? Ja, aber dann verletzen wir uns ja gegenseitig. Wie viel hat er denn noch? Wie viel hat Park noch? Park hat 73 Gesundheit. Wisst ihr was? Wir nehmen in Kauf, dass Park verletzt wird. Hat Park irgendeinen positiven Statuseffekt gerade? Nur angeregt. Wir nehmen in Kauf, dass Park verletzt wird. Ich sehe keine Alternative. Park wird das selber so wollen. Park brüllt Sterling zu. Ist nicht schlimm, wenn ich einen Kratzer abbekomme. Es tut gar nicht weh. Mach das. Ich bin bereit, mich zu opfern. Das ist Park. Er ist nicht nur Sadist, er ist auch ein Masochist. Glaube ich. Wir fahren einmal hier mit dem Minuspanzerung hier drauf. Einer weg. Kampf erprobt. Ach, das ist anscheinend eine Fertigkeit, der aktiviert. Und jetzt? Der war mutiert, oder was? Habt ihr das gesehen? Das war eine... Der war irgendwie mutiert. Schaut mal, der hat den Arm hier. Der hat eine Mutation am Arm, oder? Der hat irgendwie so einen Tentakel am Arm. Der ist mutiert. Schaut mal hier rechts. Der hat einen Tentakelarm, einen Peitschenarm.
Einer weg, unser Kommandant. Meine Stimme ist auch fast weg. 3-2. So. Er hier, Officer Park, hat 3 Aktionspunkte. Das muss doch klappen, oder? Oder, was ist mit ihm hier links? Der letzte Fernkämpfer. Wird der eigene Mann getroffen? Leider ja. Das lässt sich auch nicht verhindern. Komm, Park macht das. Einmal. Ja, nochmal, nochmal. Ja, Park, unser sadistischer Topkämpfer. So, jetzt hat er nur eine Aktion. Eine letzte. Wenn wir den weggezogen hätten, im Chat wurde es gerade vorgeschlagen, Wacom Energy, dann hätte er einen Gelegenheitsangriff auf uns machen können. Park wäre nochmal verwundet worden. Dann lieber den vor Ort uns schnappen. So, und jetzt geht's um den. Das mit ihm zuerst. Er ist der Fernkämpfer. Hierhin. Pfeil. ...85%, das muss doch gehen. Oder seine Panzerung schwächen. Wir haben die noch nicht untersucht. Gibt es schon einen Eintrag für sowjetische Taucher? Ja, hier. Zielgenauigkeit, Verteidigung 4. Fertigkeiten, Schere, unheimlicher Griff. Symbiose. Verteidigung 4. Aber das ist, glaube ich, nicht dasselbe wie Panzerung. Einmal Harpune hier drauf. Haben wir eine Fähigkeit? Haben wir einen Pfeil, der Verteidigung schwächt? Nee, der einen Pfeil der Panzerung schwächt. Ist das dasselbe? Ist das dasselbe? Wenn er auf den feuert, gibt's Friendly Fire. Ja, da hinten rüber. Wir nehmen einmal ihn hier und ziehen mit ihm neben den. Das müsste eigentlich gehen. Dann müssten wir kein Friendly Fire bekommen. Doch, gibt es auch Friendly Fire? Das gibt es gar nicht. Es gibt auch Friendly Fire. Aber wenn wir hier hinziehen, nicht. Das gibt keinen Friendly Fire. Hierhin. ...72% und... Ätzendes Mittel. Entweder, ich weiß nicht, ob die Verteidigung dadurch sinkt. Wenn wir Glück haben, ja. Bin mir nicht sicher. Weiß es nicht. Dann kann er noch einmal feuern. Und kein Friendly Fire, nein. Und? Und er kann auch noch einmal. Wollen wir? Er ist der mit Abstand meisten Trefferpunkten. Wir stellen uns neben ihn hin. Wenn er an uns vorbei will, auf die zu, zieht er an uns vorbei und bekommt einen Angriff verpasst. Gelegenheitsangriff. Ja, 25. Verfehlt, ja! Na, was ist da links? Was ist denn das da links? Da kommt ja noch einer. Was ist denn das hier? Nein! Nein, 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 da kommt noch einer. Wo kommt der denn her? Wo kommt der her? Der war da eben nicht da. Wieso ist er denn wieder da? Was soll denn das? Woher kommt der denn? Gibt es da irgendwo ein Nest? Woher kommen die denn? Wir haben doch gar keinen Sauerstoff mehr. Wir können nicht mehr. Wir sind mit den Nerven fertig. Wo kommt der denn her? Wo kommt der denn her plötzlich? Wo kommt der her? Der hat vorhin schon mal geschossen, meint wir, das nicht hier. Immer noch 3 Punkte. So, jetzt müssen wir erst ihn ausschalten und dann um den da hinten uns kümmern. Er kann oft in
Also der Reihe nach. Ja, einmal nachladen. Das klappt auf jeden Fall. Jetzt kümmern wir uns ja erstmal um den hier auf der rechten Seite. Der hier steht direkt neben ihm. Ach, der hatte doch eben schon mal. Der Krabbenmann. Die sowjetischen Taucher 5-mal hintereinander angegriffen. Mit welchem Resultat? Nirgende. Das machen wir nicht nochmal, Leute. Das Doofe ist, da wo der jetzt steht. Das machen wir nicht. Das mache ich nicht. Ich weigere mich, das nochmal zu machen. Das muss er hier machen. Er stellt sich einmal neben die. Park! Unser Held Park, der Sadist. Der beliebteste Sadist weltweit. Also zumindest bei uns. Einer bleibt über. Einer. Ich hoffe, da kommt nicht noch einer. Naja, Leute, ich bin Gott, ich kann echt nicht mehr. Ich habe echt keinen Bock mehr. Einer ist noch da. Einer noch. Einmal feuerfrei von hier. So, und jetzt ist er noch dran. Harrison Sterling. In einer Runde könnte er einen auf Psychiater machen mit dem. Das erste, was wir machen, er hat ja 2 Aktionspunkte. Wir ziehen neben den hier hin. Wenn wir jetzt den Säurepfeil machen auf den. Kein Friendly Fire. Verteidigung, Panzerung, was auch immer, geht runter. Mal gucken, ob das klappt. Endlich klappt's. Daneben, ja! Oh Gott, Sauerstoffmangel. Ja, und wir haben keinen Sauerstoff mehr da, Leute. Wir können nur noch immer... Gott, einer hat gar keinen Sauerstoff mehr. Park hat keinen Sauerstoff mehr. Der kann nicht mehr atmen. Wie viel hat er noch? Er hat noch 42 Gesundheit. Kann er feuern von hier? Einmal feuern. Mhm. Okay. Jetzt haben wir noch ihn. Wir könnten Psychiater und so machen. Aber er hat nur noch 14 Gesundheit. Wir müssen hier raus, Leute. Wir müssen hier raus. Nochmal den Säurepfeil. Ja! Ja, endlich! Kann ich mich jetzt endlich... Können wir uns jetzt endlich evakuieren? Ich will hier raus! Und der, den wir jetzt evakuieren können, das ist der, der Mitte ohne keinen Sauerstoff. Können wir evakuieren? Ich speichere erstmal ab. Ich traue dem Spiel nicht, nichts über den Weg. Einmal evakuieren, bitte. Müssen wir uns den Sack hier rechts noch holen. Nichts, das geht, glaube ich, 2-3 Runden lang bleibt das. Das heißt, mit ihm hier bewegen wir uns noch einmal hier hin. Nehmen die Harpune mit. Ziehen wieder zurück. Dass ich das noch erleben durfte. Wir haben die Mission geschafft, wir haben alle Ziele erfüllt, wir haben Beute gemacht.
Schaut mal, die Beute. Fette Beute, 92 Infometalle in Raummengen, 3 Mark der Lehrer. Eins brauchen wir für die Wiederbelebung gleich. Ein Level Up. Haufenweise Feinde ausgeschaltet. Ich fasse es nicht, wir haben es geschafft. Wir haben es echt geschafft. Wir haben es echt geschafft, Leute. Wir haben es echt hinbekommen. Unglaublich. Ich hasse dieses Spiel. Ich hasse es.